gut. Und noch einmal Köder verteilen. Na egal. Das haben wir schon mal. Ich möchte da hinten zu dem Hausierer, weil das Symbol ist nämlich genau auf der Seite. Der scheint sich zu bewegen, der Hausierer. Handeln. Ach, cool. Verkaufen. Ich glaube, das will ich mal alles verkaufen. Gegenstände, Verbrauchsmaterial, Pfeile, Pfeilen, Köder. Gut, wo ist denn dieser andere Punkt da auf der Karte? Abenteurer. Natürlich kann man auch wunderbar mit zum Hausierer mitreisen. Ach, das ist echt geil. Gar nicht schlecht. Und hier haben wir gleich noch eine Feder. Na, wo bist du, du Knurrhund? Ich dachte, hier wäre noch ein Wolf, aber die Wölfe liegen erstmal da. Upsala. Upsalat. Ich
hole mir trotzdem erstmal das Tierfleisch. Gibt ja genug von den Wölfen. Ach, ich kriege auch meine Pfeile zurück. Wenn ich die Wölfe mit Pfeilen beschieße, dann kriege ich die selbstverständlich zurück. Okay. Da waren wir. 8 Monate in Kentuckys Wildnis und jagten und häuteten Elche. War bei meinem dritten Ballen, als sie über uns herfielen. Nicht weniger als 1 Dutzend Shawnee-Krieger bedrohten uns mit Musketen und Pfeilen. Mein Gefährte war steif vor Angst. Auch mir fuhr der Schreck in die Glieder, doch ich erinnerte mich an das bisschen Shawnee, das ich konnte. Ihr Anführer sprach zu schnell, doch ich verstand, dass wir seit etwa 1 Monat in ihrem Territorium wilderten. Ihre Musketen. Ja, ich würde sagen, wir starten noch diese eine Mission. Die Spitzen spürten wir in unserem Rücken. Machte ich ein Angebot in gebrochenem Shawnee. Unsere Beute, meine 3 Ballen und die 1,5 meines Gefährten, im Austausch dafür, dass wir das Shawnee-Land verlassen dürfen. Der Anführer nickte. Sie luden unsere Beute auf und zogen sich zurück. Ihr Boss blieb etwas länger und starrte uns an. Starrte durch uns hindurch mit seinen schwarzen Augen. Und dann war er weg. Wir standen auf und liefen zurück nach Osten. Monate der Arbeit verloren, doch unsere eigene Haut gerettet. Ich sah die Shawnee nie wieder, doch ich weiß, sie folgten uns. Ich konnte ihre Augen im Rücken spüren, bis nach North Carolina. Okay. Im Lager der Abenteurer nach Hinweisen suchen. Okay. Ein Todessprung ausführen. Hey, das kriegen wir hin. Solange wir nicht wirklich 5 Eingänge zum unterirdischen Tunnelnetz finden. Ah. Nichts leichter als das. Den Standort aller Force entdecken. 100 Meter über Bäume laufen und das Blätterdach entdecken. Eine Feder sammeln. Das sind so die Herausforderungen für Abenteurer. Kanyenke. Great Peace Hills. What? Wer bist du denn? Hey du Köter, wo bist du denn? I don't see the Köter, so I can go weiter. Ein Eichelhörnchen. Okay.
Okay, so ein ganzes Wolfsrudel greift an. Komm her, Wölfchen, komm! Ihr seid erledigt. Eine ganze Menge haben wir hier erhalten. Was bildet der sich ein, mich anzugreifen? Also man kann schon einmal so ein bisschen einen Fehler machen und dann ist man schon fast tot. Also wissen wir auf jeden Fall, dass hier viele Wölfe unterwegs sind. Hallo Wolfskopf. Hey Hundekopf. Stirb. Eigentlich wollte ich ja in diese Richtung da unten. Okay. Wir können ja hier noch rüber. Da werden wir auch gleich die Aufnahme schon wieder beenden. So viel von der Story haben wir jetzt nicht erlebt, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Sicher ist sicher. Ich gehe deswegen lieber hier oben lang und schaue mir das hier einfach mal an. Wo sind wir denn jetzt? Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus auf der Karte. Deswegen ist das alles auch für mich sehr, sehr viel Neuland. Aber das Spiel macht schon mal sehr viel Spaß. Geh in die andere Richtung da. Ziehe dich nicht so.
Ein Todessprung. Coole Sache. So. Wo kommen wir denn jetzt lang? Ich glaube da lang. Oh, Kacke. Was ist denn nun passiert? Mann. Wie dämlich ist das denn? Ich springe ins Wasser und werde desynchronisiert. Das ist so ein typischer Assassin's Creed Bug. Mann, 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 Mann. Ubisoft schafft es auch nicht mal, irgendwie vernünftige, fehlerfreie Spiele zu programmieren.